Heute geht's gleich für Kat an den Flughafen. Oh, bin so müde. Hat mich aufgeweckt. Ich bin voll im Wohnzimmer eingeschlafen. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, aua, 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 aua. Wie ihr vielleicht sehen könnt, bloggen wir heute schon getrennt. Jetzt ist 5 Uhr morgens und Kat's Vlog kommt sozusagen um 18 Uhr dann abends online. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Frankfurt, also zum Frankfurter Flughafen. Und wundert euch nicht, ich habe diese Augenpatches an. Wie heißt die nochmal? Augenpads, ja. Diese Anti-Schwellungen und so. Die Nase läuft irgendwie. Spaß. Denkst du das nicht so? Warum sagt man, deine Nase läuft? Die läuft doch nicht, weißt du? Kennt ihr das? Das kann nicht jeder. Voll die dicke Nase. Achso, ja genau, ich drehe jetzt gerade mit der Licrea Mini. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob er einen Unterschied merkt von der Kamera und von der Tonqualität. Das würde mich echt mal interessieren. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel drehe, also ich sehe den Unterschied im Display. Der Display ist irgendwie anders, gell? Vanilla Macchiato? Ja. Einmal White Chocolate. Wir sind jetzt hier am Flughafen und Adi und ich bleiben noch länger, weil. Wie lange müssen wir noch warten? Ich sollte so spätestens 8:30 einchecken. Deswegen warten wir noch mit. Guck mal, der sah auch voll lecker aus. Ja. Du bist schon aufgeregt? Aufgeregt? Guck mal. Nee. Ich freue mich. Kat und ich waren gerade mega verwirrt. Und zwar, seht ihr das? Das sind Displays, weil das war so. Ja, genau, das sah aus wie die ganz normal eigentlich, diese Schilder, die halt normalerweise halt immer so sind. Aber das sind Displays, wir haben uns gefragt, warum bewegt sich das alles? Und was war das? Da. Die Kasse da rauf, glaube ich. Ja, ja. Koffer, shit, Alter. Tschüss. Zwei? Alle Gepäck im Bad, ja? Liegen Sie auch? Nein. Nein? Okay, ich setze mich aus dem Bad. Oh. Das ist ein Philippiner. 10 Jahre später. 10 Jahre später. Nope. Wir werden eh bald weggeschickt. Flughafen ist so groß. Als würden wir voll im Weg stehen. Ja? Da steht gar keiner. Entschuldigung, der Sicherheitseingangsbereich ist 5 Meter breit. Fliegen Sie mit? Nein? Okay, dann müsst ihr nicht fliegen. Die Frau, die gerade Kat und Leo bedient, die Philippiner. Ich finde, man merkt es aber gleich so am Akzent. Alexander Svane Hansen. Und sie ist klein. Ja, ich bin aber groß zum Beispiel. Das kann ich nicht sagen. Ah. So, jetzt dürfen wir hier nicht mehr stehen. Nein, wir dürfen auch nicht mehr filmen. Das ist. Alle, wir werden hier voll fertig gemacht. Okay, tschüss. Ciao. Ciao. Hallo. Ich bin schon wieder da. Also, wir haben jetzt eingecheckt und ja, dann gehen wir auch schon gleich zum Gate. Tschüss. Es geht los. Tschüss.
Ist richtig kalt. Ciao, gell, mach's gut. Voll die unangenehme Verabschiedung. Wo müsst ihr hin? Weißt du, warum es unangenehm ist? Wir verabschieden uns nie. Nee, ich verabschiede dich. Hey, wir sind ja die ganze Zeit zusammen. Katja und ich sind länger zusammen als ihr. Sorry, dass wir nicht zusammen geboren wurden. Also dann. Super, hätte ich mir. Hey, wo geht dein Kind? Nee, laufen wir doch einfach mal vor. War komisch, wenn man sich verabschieden wollte und dann so noch zusammen chillt. Hey, ich finde es so krass, die Leute denken immer, wir haben irgendeine Waffe in der Hand, gell? Ja. Das ist eine Kamera, Leute. Wir sind im 21. Jahrhundert. Alter, jetzt krass, dass wir Leute First Class liegen. Ihr müsst da hoch. Okay, tschüss. Warte mit der Kamera. Ciao. Mach's gut, wenn dich. Kat ist jetzt weg. Endlich, Alter, sturmfrei. Jetzt gehen wir zum Parkhaus. Wir hoffen, wir finden das Auto noch, weil wir sind zwei ziemlich orientierungslose Menschen. Ich fahre mit dem Bus zurück. So, ich bin wieder zu Hause und irgendwie voll komisch, so alleine zu Hause zu sein. Aber ja gut, ich bin ja eigentlich nicht alleine. Mila und Nala sind ja da. Zum Glück, ey, ich glaube, ich würde verrückt werden ohne Tiere. Ich habe jetzt gerade die Katzen gefüttert. Eine Rubel ist so ein Riese, das ist so krass. Später wird Paddy auch noch vorbeikommen, weil wir drehen ja ein Video zusammen. Deswegen, ich räume, glaube ich, jetzt mal ein bisschen auf. Ich schneide jetzt, glaube ich, mein Video weiter, weil ich habe ja die ganze Zeit, also ich bin schon die ganze Zeit am Schneiden eines Videos. Aber ich wollte ein Voice-Over drüber machen, aber mir fehlt dieses Kabel von meinem Mikro irgendwie. Das ist hier so ein Kabel, aber ich finde es einfach nicht. Aber ist euch eigentlich schon aufgefallen, meine neue Wanddeko? Seht ihr das? Das habe ich übrigens vom Aldi. Ups. Weil irgendwie im Aldi gibt es richtig coole Wanddekos eigentlich. Also das denkt man gar nicht irgendwie. Aber ich muss echt sagen, richtig cool. Kat ist jetzt wahrscheinlich schon im Flieger auf dem Weg nach Florida. Ich freue mich voll für sie, weil das ist so eigentlich so der allererste Urlaub von Kat und Leo zusammen. Wir sind zwar schon 6 Jahre zusammen, aber sie waren noch kein einziges Mal zusammen im Urlaub. Und ich freue mich voll, dass es jetzt so geklappt hat, weil Kat wollte das schon immer mal machen und so. So, ich bin jetzt endlich wieder fresh geduscht und warte noch auf Paddy, weil wir drehen ja gleich das Video. Oh Gott, Nala ist so süß. Hello. Schlapp weiter. Ting, tang, tang. Oh. Die Kamera steht schon bereit. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal fertig. Dann sehen wir uns später wieder, wenn Paddy da ist. Paddy ist übrigens schon da. Wir haben jetzt unser Video gedreht. Und also, ihr werdet auf jeden Fall mitkriegen, wann das online kommt. Alter, schmied hier. Und, ups. Ich habe mir jetzt noch was zum Essen gemacht. Rührei. Vor allem heute ist eigentlich voll das geile Wetter und so, aber ich bin den ganzen Tag nur zu Hause. So, wir sind jetzt gerade in der Stadt und wollen jetzt Eis essen gehen. Aber ich bin so hohl, ich habe mich voll warm angezogen, beziehungsweise ich war halt den ganzen Tag noch nicht draußen, außer heute Morgen. Ich wusste nicht, wie warm es ist. Ich bin jetzt nicht voll warm angezogen, ich schwitze voll. Wir sind voll freizügig, juckt. Ah, Maren ist übrigens jetzt in Stuttgart. Und wir wollen uns vielleicht mit ihr treffen. Also morgen treffen wir uns alle mit ihr, oder? Komm gleich mit. Ja. Sammy sehe ich morgen auch wieder. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Guck mal, wie Mila da liegt. Hallo. Mhm. Gekauft? Mhm. Die war im Angebot. Wie die guckt.
Oh Gott, so cute. Irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, unsere Katzen haben es irgendwie so mit dem Liegen. Ich gehe mich jetzt abschminken. Boah, ich bin so müde, gell? Ich glaube, ich war noch nie so müde, weil ich heute echt wenig geschlafen habe. Wir waren vorhin, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gefilmt habe, aber wir waren ja in der Stadt und dann sind wir kurz eine Kleinigkeit essen gegangen. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts Großartiges gemacht. Alter, guck mich an. Ich sehe voll fertig aus, immer wenn ich abschminke. Seid ihr eigentlich elektrische Zähneputzer oder normale halt? Würde mich echt mal interessieren. Schreibt in die Kommentare, wie viele von euch elektrische Zahnbürsten benutzen, weil ich finde, es ist viel praktischer irgendwie. Weil man kriegt viel besser so alles sauber, finde ich. Hast du dich schon fertig gemacht? Cool. Für die Leute, die mal fragen. Ich mache gegen, also die Narben, mache ich dieses Corres BPO drauf. Das kriegt man ganz normal in der Apotheke, auch kosten, also ohne Rezept. Boah, ich weiß nicht, wie unsere Katzen das schaffen, aber die, wenn die trocken, das, aber Trockenfutter verteilen die immer auf das ganze Tablett, ey. You kidding me? Achso, habe ich es eigentlich schon erzählt? Ich habe, Dings so Proteinkekse gebacken. Also die sind so ohne Zucker, ohne Mehl, also so ohne Kohlenhydrate, keine Ahnung. Ich habe mal sowas ausprobiert und voll viele sagen, dass es voll gut schmeckt. Voll gewundert, also mir selbst schmeckt es halt nicht so wirklich, weil ich bin eh voll der Zuckerfan. Morgen muss ich auf jeden Fall einkaufen gehen, weil wir haben natürlich wieder nichts im Kühlschrank. Ein bisschen Gemüse und so. Auf jeden Fall gehen wir jetzt schlafen. Und dann würde ich mal sagen, gute Nacht und bis morgen.